Hallöchen, meine Lieben. Heute habe ich für euch, wie im letzten Video schon angekündigt, einen kleinen DM-Haul. Er ist wirklich, wirklich klein. Ich habe nicht viel und auch nichts Besonderes gekauft. Also, beziehungsweise denke ich, dass es nichts Besonderes ist. Ja, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Vielleicht interessiert es euch ja. So, ja, als erstes haben mein Freund und ich Zahnpasta gekauft. Einmal ich meine Sensodyne Pro Schmelz und mein Freund sich seine Elmex Sensitive Professional. Eigentlich könnten wir die gleiche benutzen, aber ihm schmeckt die nicht und mir schmeckt die nicht. Also haben wir zwei verschiedene. Von den Inhaltsstoffen sind die ähnlich, aber ich finde halt einfach die Sensodyne schmeckt besser. Ja, mein Freund mag die halt einfach lieber. Aber ja, ich glaube, die kostet, die Sensodyne kostet 4 Euro paar zerquetschte und die kostet 3 Euro paar zerquetschte. Also die sind beide recht teuer für Zahnpasta, aber halt auch echt, echt gut, wenn man schmerzempfindliche Zähne hat. Und ja, das sind so unsere Zahnpastas, die wir regelmäßig benutzen. Also mindestens einmal täglich benutze ich meine Sensodyne. Hab aber auch andere Zahnpasten, die halt aus den Boxen noch übrig sind oder sonstiges. Die brauche ich natürlich auch immer auf, aber also einmal täglich benutze ich meine Sensodyne. Dann habe ich meine Rasierklingen wieder nachgekauft und es ist kein Gillette-Rasierer. Ich dachte immer, es wäre ein Gillette, aber das ist ein Wilkinson Hydro 3 Rasierer, also schon ein relativ altes Modell von Wilkinson. Ich warte auch die ganze Zeit, also es gibt schon eine 4 und eine 5, dass die Rasierklingen irgendwann, dass es die nicht mehr gibt und die kosten echt, ich glaube, 12 Euro oder was. Das sind jetzt 8 Stück, also echt wenig, oder was heißt echt wenig, aber die sind relativ schnell aufgebraucht und ja, ich finde es halt echt sauteuer. Ja. Aber die haben wir halt auch nachgekauft, mein Freund und ich. Wir haben den gleichen Rasierer, also das gleiche Modell. Also beide das Gerät und benutzen halt auch jeder dann die Klingen. Und ja, deswegen kaufe ich immer die größere Packung, weil die kleinere macht vom Preis her auch nicht wirklich viel aus. Weil da muss ich einfach nur öfters hinfahren und welche kaufen. Also das wäre nur ein Grund, ständig zum DM zu fahren. Und deswegen habe ich die nachgekauft. Dann hat mein Freund sich noch ein Old Spice Original Deo Stick for Real Men Only gekauft. Ich weiß gar nicht, wie der riecht. Boah. Igitt. Also, ich finde diese Old Spice Dinger ja eh total eklig. Und er mag es echt sau gern. Aber das ist... Naja. Ich weiß nicht, warum er das unbedingt haben musste, aber er hat es sich auf jeden Fall mitgenommen. Und ich glaube, das Einzige an dem Mini-Haul, was euch tatsächlich interessiert, ist, ich habe mir ein Tangle-Teaser-Dupe gekauft. Das ist von Evelyn, der Entwirrkünstler. Der kostet, ich glaube, um die 8 Euro. Ja. Mein Tangle-Teaser, mein Original-Tangle-Teaser, der ja, funktioniert noch. Da sind halt, weil ich ihn halt öfters in der Handtasche hatte, schon einige von den Bürstchen abgeknickt. Und ja, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass er irgendwann kaputt geht. Ich hatte ihn auch schon ein paar Mal mit unter der Dusche und so. Und da ist Wasser drin, das nicht mehr rausgeht. Und ja, irgendwie habe ich ihn leicht zerstört. Ja, ich habe dann ja noch den Taschentangle-Teaser, also diese kleinere Variante mit dem Deckelchen. Und ich dachte mir jetzt einfach, ich probiere mal den DM-Dupe praktisch zum Tangle-Teaser. Ich meine, viel schlechter kann es, also was heißt viel schlechter? Schlechter kann es nicht sein. Also ich erwarte ein gleich gutes Ergebnis, wobei ich schon gelesen habe, das ist bei der Griffigkeit... der nicht ganz so griffig ist und man merkt es auch, also dadurch, dass der hier so richtig hoch gewölbt ist, liegt der nicht ganz so gut in der Hand.
dafür, was positiv bei dem Evelyn Tangle Teaser ist, ist, dass hier die Seiten sind gummiert, und aber die Borsten sind härter als bei dem Original Tangle Teaser. Ich probiere jetzt mal. Ja, bürsten tut er eigentlich gleich, aber also ihn so zu halten ist schon relativ schwierig. Der ist relativ groß, also für meine Hand. Ich habe da so eine richtig verkrampfte Haltung, um das Teil festzuhalten. Und ja, Cam Tutor. Also für alle, die ja nicht das Geld in die Hand nehmen wollen und sich den teuren Tangle Teaser kaufen möchten, ist der auf jeden Fall eine Alternative. Wobei ich halt wirklich unpraktisch finde, dass der einfach so groß ist. Also hier von der Grifffläche. Ansonsten die Gummierung, die finde ich echt toll, weil ich kann mir das gut vorstellen, wenn man unter der Dusche ist und nasse Hände hat, dass man den halt wirklich besser im Griff hat, wie den originalen Tangle Teaser, der halt wirklich immer aus der Hand rutscht. Und ja, das war es auch eigentlich schon, was ich bei DM gekauft habe. Ich hoffe, mein Mini-Haul hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!